Den geografischen Kennern unter euch reichen schon ein paar Sekunden, um zu wissen, wo ich mich befinde. Das da unten ist Bodenwerder an der herrlichen Weser und da hinten das Atomkraftwerk Runde, das ja stillgelegt ist. Ja, und diesen Blick auf Bodenwerder, den hat man hier oben vom Bodoturm auf dem Zimmertalskopf, hier im herrlichen Vogler. Und ich bin hier auf einer 9 Kilometer langen Rundtour, auf einer Zwei-Türme-Tour unterwegs. Und mein zweites Ziel, das kann ich da hinten schon sehen, ist aber noch 4 Kilometer und 100 Höhenmeter entfernt. Das ist der Ebersnackenturm. Und da findet heute ein ganz besonderes Spektakel statt. Ja, und das Ganze hier bei über 30 Grad in der Sonne. Ja, wenn ihr mich auf meiner Tortour begleiten wollt, dann würde ich sagen, bleibt dran. Ich bin schon oberhalb von Breitenkamp, das hier ja komplett vom herrlichen Vogler eingerahmt ist. Ein bisschen weiter da drüben, da liegt Heinrichshagen. Und hier kommt man nur auf einer Strecke rein. Das heißt, im Winter, wenn hier wieder wilde Schneeverwehungen sind, dann kann der Ort auch schon mal von der Außenwelt abgeschnitten sein, weil er hier, wie gesagt, umrahmt ist vom Vogler und unser, ja, sehr erfahrener und für alle Lagen gewappneter Winterdienst dann doch nicht mehr durchkommt hier bis nach Breitenkamp. Alles schon gehabt. Ja, hier startet meine Tour und irgendwann komme ich von der Richtung hier wieder zurück und habe dann eine große Runde hinter mir. Aber so weit ist es noch nicht. Jetzt will ich erstmal starten. Jetzt geht's hoch in den Vogler. Von Breitenkamp hoch zum Bodoturm sind es ungefähr 2 Kilometer. Der Weg führt fast ausschließlich über Naturpfade und durch dichten Wald. Eigentlich. Nichts verändert sein Aussehen so sehr wie unser heimischer Wald, wenn er viele Nadelbäume in seinem Bestand hatte und diese dann in den letzten Jahren an Trockenheit und Borkenkäfer zugrunde gegangen sind. Ich bin ja schon oft hier auf dieser Tour gewesen, beziehungsweise ich mache ja heute die Zwei-Türme-Tour und jeden Turm habe ich hier schon mal einzeln besucht. Aber als ich das letzte Mal hier auf dem Weg hoch war, hat der Weg noch ein ganz anderes Erscheinungsbild gehabt. Er war relativ frei, denn hier wurden gerade Bäume rausgeholt und der Bach, der wurde mehr oder weniger in einem bestimmten Wasserlauf gehalten. Aber jetzt hat sich das Erscheinungsbild hier komplett geändert. Hier seht ihr keine Bäume mehr und alles ja fast frei. Die Sonne kann ungehindert hier eindringen. Also hier ein echter Kahlschlag und der Bach, der sich hier vom Vogler ergießt, der fließt hier mehr oder weniger wild ja durch die Gegend, muss ich sagen. Wahnsinn, das Video von meiner letzten Bodoturm-Tour zum Sonnenaufgang, wo hier ja gerade die Rückarbeiten im vollen Gange waren und wo hier auch so eine Art Damm gelegt wurde für den Bach, der sich hier ergießt, damit er hier drüben in seine Bahn kommt. Das Video habe ich euch gleich mal verlinkt. Und da werdet ihr sehen, wenn ihr euch das dann nach diesem Video anschaut, dass das ein ganz komplett anderes Erscheinungsbild war hier. Oh, da bin ich schon ein bisschen geplättet. Aber nutzt nichts. Ich will mal gucken hier entlang des Baches, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt müssen wir erstmal die Richtung weiter hoch. Aber ich muss ganz klar sagen, hier war alles voller Wald. Wahnsinn. Oh, zack, weiter geht's. Ziel Nummer 1 ist erreicht. Der ca. 20 Meter hohe Bodoturm hier auf der Bodohöhe oder auf dem Zimmertalskopf gibt es verschiedene Bezeichnungen. Und wir sind hier 416 Meter über Normalnull. Oh, ein herrlicher Turm, der, wie ihr gleich sehen werdet, einen schönen Blick bieten wird. Oh, gehen wir mal hoch, was? Meter ist ja der Zimmertalskopf hier hoch. Und deswegen können wir hervorragend die bloße Zelle im Hilz sehen, oberhalb vom Eid, denn die ist 480 Meter hoch und damit nochmal ein ganzes Stück höher als hier der Zimmertalskopf. Ja, wir haben natürlich jetzt hier eine Höhe von 432 Metern, denn der Turm ist ja 20 Meter hoch. Und dann haben wir hier einen schönen Blick ja entlang des herrlichen Eids. Da unten im Tal, da liegt Breitenkamp, ganz hinten ist Heinrichshagen zu erkennen. Ja, und der Eid, der geht hier
ja, soweit wir schauen können bis zur Tanne. Ja, und dann müssen wir hier hinten mal weiterschauen. Dann können wir nämlich da bei Launstein den großen Steinbruch am Ende des Ids erkennen. Da haben wir ja dann die höchste Erhebung im Id mit dem Id-Turm. Und wenn wir dann hier hinten rüberschauen, dann haben wir da ganz hinten den herrlichen Sündel mit dem hohen Stein noch schön zu erkennen, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera noch erkennen kann. Schöner erkennen kann man natürlich hier im Tal Bodenwerder, das hier still und leise auf einem Sonntagmorgen vor sich hin schlummert. Und wenn wir in die Richtung weitergehen, da kommen wir ja dann zur Königstinne. Auch ein tolles Ausflugsziel, das ich auch schon ein-, zweimal bewandert habe. Das letzte Mal mit meinem Kumpel Olaf. Das Video habe ich euch nochmal verlinkt. Bodenwerder. Und dann haben wir ganz hinten das stillgelegte Atomkraftwerk Grohnde. Hinter dem Atomkraftwerk Grohnde, da ist der Klüt. Und dann haben wir den Sündel, wie gesagt, der sich da hinten weiterzieht. Und dann beginnt da hinten auch schon der Teutoburger Wald, der sich ja markant hier mit seinem Köterberg äußert. Im Video für euch markiert der Köterberg. Ich glaube, knappe 500 Meter hoch und damit ja hier in der Gegend doch so ziemlich die höchste Erhebung. Wir müssen schon weit Richtung Osten gehen, von hier ungefähr 90 Kilometer. Dann hätten wir da den Brocken, der ist natürlich weit über 1100 Meter hoch. Ja, Köterberg, da hinten liegt Holzminden noch schön zu erkennen. Und hier unten fließt die Weser lang. Als ich das eine Mal frühmorgendlich hier auf dem Bodo-Turm war, das Video, was ich euch anfangs schon verlinkt habe, da war hier schön viel Nebel. Und da konnte man genau sehen, wie die Nebelschwaden sich entlang der Weser langziehen. Ah, ein herrlicher Anblick, das muss ich euch sagen. Ja, wir haben Richtung Norden geschaut und im Süden, da haben wir heute mein zweites Ziel. Ich hoffe, man kann es erkennen, weil wir direkt in die Sonne filmen. Da hinten haben wir den Ebersnackenturm. Und der Ebersnackenturm, der ist oben auf dem Ebersnacken der höchsten Erhebung hier im Vogler mit 460 Metern. Der Ebersnackenturm ist, glaube ich, 25 Meter hoch oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Muss ich dann noch mal sehen, wenn ich da bin. Und der bietet natürlich dann auch einen spektakulären Blick hier über die Gegend. Das wird unser nächstes Ziel. Denn ja, da ist heute ein ganz besonderes Spektakel. Das wollen wir uns dann gleich angucken. Aber bis dahin sind es über den Vogler-Kammweg rund 4 Kilometer von hier vom Bodo-Turm. Also ja, da muss ich mich erst noch mal ein bisschen stärken. Ja, um den Bodo-Turm rum ein bisschen Kahlschlag. Hier hatten wir nämlich Fichten. Die waren vor ein paar Jahren noch alle tot hier am Hang. Jetzt sind sie weggebracht worden. Und ansonsten haben wir hier schönen Mischwald, der dann noch relativ gesund aussieht. Und hier, wo die Fichten anfangen, da haben wir dann auch schon wieder den Bereich, wo es wieder anfängt, kahl zu werden. Und wo dann die Sonne brachial, ja, mir auf dem Regen scheint. Und deswegen bin ich hier auch echt auf Temperatur. Da unten, wo ich abgebogen bin hier zum Bodo-Turm, könnte ich direkt auf breiten Wirtschaftspfaden Richtung Ebersnackenturm gehen. Da würde ich aber, glaube ich, auf dem Weg kaputt gehen. Das ist eine echte Tortur. Und deswegen gehe ich dann nachher über den Kammweg da am Vogler. Da sind wenigstens noch ein paar Bäumchen. Ja, ein herrlicher Blick hier über unser wunderschönes Weserbergland. Und noch schöner wird es, wenn wir uns das Ganze jetzt mal von oben anschauen. Das macht ihr jetzt nämlich, während ich wieder runtergehe und mich unten ein wenig von den ersten Strapazen erhole. Denn ja, noch habe ich ungefähr ja, 6, 7 Kilometer vor mir, also bis zum Ebersnackenturm und dann wieder runter. Da habe ich mir heute ganz schön viel vorgenommen. Bereits seit 1978 lockt der Bodo-Turm die Menschen aus nah und fern hoch auf den Zimmertalskopf. Der 20 Meter hohe Stahlfachwerkturm in seiner jetzigen Form ist der letzte von drei Aussichtstürmen, die bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts oben auf dem Vogler gethront haben. Der Turm wurde nach Ritter Bodo von Homburg benannt. Das war der Oberherr der Stadt Bodenwerder im 12. und 13. Jahrhundert. Direkt am Bodo-Turm findet man noch eine schöne Schutzhütte und natürlich einen Picknickbereich, der zum Verweilen hoch oben auf dem Zimmertalskopf einlädt. Ah, der Bodo-Turm hat echt
eine tolle Aussicht zu bieten hier ins Umland und weit drüber hinaus, bis weit Richtung Norden, aber auch in den Teutoburger Wald. Ihr habt es ja gesehen. Und von oben aus der Luft, da macht der Bodoturm auch eine schöne Figur, das muss ich sagen. Also der Bodoturm hier ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, lässt sich schön besteigen. Große Stufen bis nach oben und deswegen auch für Kinder gut zu erklimmen. Ich glaube, der Bodoturm ist hier in der Gegend so ein bisschen unterschätzt, denn der Ebersnackenturm, wo es ja jetzt gleich hingeht, der überstrahlt natürlich alles hier in der Region und ist natürlich ein herrlicher Holzturm. Aber wie gesagt, auch der Bodoturm hier oberhalb von Rühle ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. In Rühle selber, da haben wir ja den Campingplatz direkt an der Weser. Auch ein toller Ausgangspunkt für Ausflüge hier in die Region. Wer also ein Wohnmobil hat oder einen Wohnwagen, den kann ich den Campingplatz da unten im Tal auf jeden Fall nur empfehlen. Außer natürlich, wenn Hochwasser ist. Aber ansonsten sehr idyllisch da unten und sehr, sehr schön. Ich war auch schon mal auf dem Campingplatz. Na klar, das Video habe ich euch hier verlinkt. Und ihr habt es schon gesehen, ich werde jetzt hier noch einen Sprödi-Stein auf Reisen schicken, mit ein bisschen Werbung auf der Rückseite, das muss sein. Und diese Steine, das sind handbemalte Unikate, das kann ich euch sagen. Und deswegen jede Menge Geld wert. Wenn ihr so einen Stein mal finden solltet, dann hütet den wie euer Augapfel. Wer weiß, wohin diese Steine in ihrem Wert noch hinsteigen werden. Ja, der Stein, der kommt hier in die Hütte, nicht oben auf den Turm, da wird er nur als Wurfgeschoss missbraucht. Und ja, dann soll es hier weitergehen Richtung Ebersnackenturm. Und der ist ja nochmal satte 4 Kilometer weg. Und bei ja, den mittlerweile immer weiter steigenden Temperaturen, es wird ja nicht kühler, ja, wird das nochmal eine ganz schöne Tortur. Ich bin gespannt. Am Ebersnackenturm ist heute Sternwanderung. Das heißt, von nah und fern kommt das Volk zum Turm gepilgert und er bietet dem Turm ihre Aufwartung. Und deswegen bin ich mal gespannt, wer mir da oben am Ebersnackenturm so alles ja, vor die Linse kommen wird, was da oben los sein wird. Aber dafür muss ich erstmal da sein. 4 Kilometer, 30 Grad. Ich werde unterwegs noch ja, den ein oder anderen Liter Getränk zu mir nehmen müssen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich halbwegs in einem akzeptablen Zustand da oben ankomme, dass die Leute nicht von mir abgeschreckt sind. Ja. Bodoturm. Und jetzt geht's weiter zum Ebersnackenturm. Der jetzt hinter sich. Und wenn es so weitergeht, ich auch gleich. Alter Falter. Boah. Schön zu gehen hier im Schatten. Aber dadurch wird es ja nicht kühler. Nur ein bisschen weniger Sonne, die von oben auf dem Bregen brennt. Wenn nicht, lege ich mich da auch einfach zur Seite. Irgendjemand wird mich schon finden. Ganz da hinten der Zimmertalskopf, schön zu erkennen. Und ich bin ja dann da oben auf dem Kammweg lang gegangen. Man kann aber auch hier unten am Hang quasi lang gehen. Da ist ein breiter Wirtschaftsweg, aber das kann ich echt nicht empfehlen, weil man dort permanent der Sonne ausgesetzt ist. Und wie gesagt, es ist ein breiter Wirtschaftsweg, der einfach unschön ist zu gehen. Da sind solche Naturpfade hier am Kammweg natürlich wesentlich schöner. Auch wenn es hier hoch und runter geht und man natürlich die Extraportion Höhenmeter noch mitnehmen muss. Aber untenrum durch den Wegfall der Wälder, durch das Absterben der Fichten, ist dort nur eitel Sonnenschein. Und das geht ganz schön auf die Hirntemperatur. Deswegen obenrum auf jeden Fall schöner. Für alle, die es interessiert, unten in der Beschreibung ist ein Link zu Autoactive und zu Komoot. Da könnt ihr nochmal genau sehen, wo ich hier lang gewandert bin, falls ihr die Tour mal nachwandern wollt. Ja, Ebersnackenturm ist auf Sichtweite, aber doch noch so viele Höhenmeter entfernt. Ja, jetzt geht's gleich tief runter und dann auf zum Endspurt. Ja, der Turm ist so gut wie erreicht, 100 Meter noch, aber die Geräuschkulisse, die wird schon merklich lauter. Da oben ist schon echt die Hölle los. Wir haben es jetzt ziemlich genau 12 Uhr. Oben auf der Aussichtsplattform habe ich schon viele, viele Menschen, die Aussicht genießen sehen. Ja, dann wollen wir mal gucken, was uns da jetzt am ehrwürdigen
am erhabenen Ebersnackenturm. So alles erwartet. Ich habe nochmal das T-Shirt gewechselt, damit ich nicht völlig aussehe wie Kettwiesel, der gerade aus dem Gebüsch kommt. Und dann wollen wir mal gucken, ob man da oben vielleicht den einen oder anderen kennt. So, jetzt geht's aber hin. Ja, die Freunde des Voglers, die sind dafür zuständig, dass dieser Ebersnackenturm in seinem Zustand ist, wie er jetzt ist. Und der Zahn der Zeit, der nagt kontinuierlich an dem Turm. Und deswegen müssen die eigentlich ja, das ganze Jahr über hier Instandhaltungsarbeiten machen. Ja, und die Sternwanderung hier hoch zum Ebersnackenturm, die wird von der Dorfgemeinschaft Heinrichshagen organisiert. Wir haben hier die ganzen Sitzbänke hochgebuckelt und die sorgen für die Bewirtung. Ja, eine tolle Sache. Und 40, 50 Leute sind hier permanent oben. Das ist ein Kommen und Gehen hier. Ja, herrlich. Und anständige Musik gibt es auch. Ja, und schon bin ich hier oben und genieße den Blick, genauso wie eben noch vom Bodoturm, hier Richtung Westen, Richtung Köterberg. Haben wir hier ja, leichtdiesiges Wetter da drüben in Nordrhein-Westfalen, da will ja auch keiner hin. Ja, da drüben nochmal das Atomkraftwerk Runde, der Zimmertalskopf mit dem Bodoturm schön zu erkennen. Aber ja, dahinter das Atomkraftwerk dann doch schon wieder ja, 4 Kilometer weiter entfernt. Ja, und wenn wir dann hier mal rüberschauen, oh, ja, ich kann immer nur wieder den Blick über den Eid hier genießen in seiner ganzen Breite. Und dann ja, im Hintergrund noch der Hildesheimer Wald zu erahnen, aber hier natürlich der Hilz mit seiner höchsten Erhebung der bloßen Zelle. Da hinten am Zipfel, da haben wir die Feuerschneisenhütte, auch ein tolles Ausflugsziel. Ja, und dann hier der Blick über den dicht erscheinenden Vogler, der allerdings ja, mir schon den einen oder anderen Sonnenbrand verpasst hat. Ihr habt es gesehen. Ja, und da unten, da esse ich jetzt erstmal eine Wurst. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts stand hoch oben auf dem Ebersnacken ein Vermessungsturm. Über die Jahre wurde dieser Turm immer weiter ausgebaut, erneuert, bis schließlich 1989 der heutige bekannte Ebersnackenturm montiert wurde. Der Turm ist 26 Meter hoch, in offener Holz-Fachwerkbauweise gebaut und ihr habt's gesehen, die Aussicht vom Turm, die ist wirklich phänomenal. Der herrliche Ebersnackenturm. Die Aufnahmen von oben waren natürlich auch wunderschön. Und die Leute haben fleißig gewunken. Ja, wer sich hier heute hoch gearbeitet hat am Sternwandertag hier zum Ebersnackenturm, der wurde mit einem herrlichen Ausblick belohnt. Und das, ja, und das macht alle Strapazen wieder wett sozusagen. Ja, ein tolles Ausflugsziel, der Ebersnackenturm. Aber für mich geht es jetzt runter, wieder zurück Richtung Breitenkamp. Ja, und das sind dann nochmal 4 Kilometer. Auch eine schöne Sache mit so einem Tragschrauber. Einfach mal hier über das wunderschöne Weserbergland fliegen. Ein ganz, ganz tolles Erlebnis, das muss ich sagen. Ich selber hatte ja mal die Gelegenheit, mit einem Ultraleichtflugzeug von den Idwiesen hier über den Vogler fliegen zu dürfen. Das war von der Luftsportvereinigung Idwiesen. Die haben da oben einen Flugplatz und die bieten solche Rundflüge gegen einen kleinen Taler an. Und die Gelegenheit, die hatte ich mir nicht entgehen lassen. Das Video habe ich euch gleich nochmal verlinkt. Und der Rundflug, der ging ja auch über den Ebersnackenturm. Ein Wahnsinn. Innerhalb von ja, 30 Minuten ging, glaube ich, der Flug. Haben wir hier mal Kilometer gemacht und alle tollen Punkte angeflogen. Ja, und wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann braucht man dafür wirklich Stunden. Ja, auch der Abstieg hier vom Ebersnacken, der hat es ganz schön in sich. Das muss ich sagen. Denn, wie gesagt, es ist echt eklig warm.
Und jetzt geht es hier auch noch mal wieder richtig hoch. Ja, das ist der Mist hier in den Bergen, dass das immer hoch und runter gehen muss. Da kann ich ja überhaupt nicht haben. Also die hätten ja schon eine schöne Brücke rüberlegen können, hoch Richtung Ebersnacken. Ja, so muss man runter, hoch, runter, hoch. Aber der Großteil sollte jetzt eigentlich nach unten führen, runter nach Breitenkamp, wo ich heute Morgen gestartet bin. Das heißt, meine Zwei-Türme-Tour hier zum Bodo-Turm und zum Ebersnackenturm mit der großen Sternwanderung heute. Das Video geht jetzt dem Ende entgegen. Ja, ich bin auch schon völlig fertig und werde mich jetzt nach und nach da runterquälen. Ja, war wirklich viel los hier oben. Das hat mich gefreut. Viele Leute, die man hier oben kennenlernen konnte, mal gesehen hat und. Also von daher an alle, die sich hier hochgequält haben. Bei dieser Temperatur, ja, Hut ab. Es war natürlich da oben dann auch ein toller Ausblick, sei es am Bodo-Turm oder auch am Ebersnackenturm. Ja, ich quäle mich zurück. Keine Angst, ich schaffe auch noch die letzten 4 Kilometer. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut durch meinen Kanal. Viele weitere Videos könnt ihr hier aus der Gegend entdecken. Natürlich viele vom Ebersnackenturm, aber auch vom Itilsweg und. Schaut mal rein, lasst es euch inspirieren. Und dann macht euch selbst mal auf die Tour. Und vielleicht treffen wir uns ja mal hier am Weg, irgendwo unterwegs. Sprecht mich an, lasst es mich wissen. Bis dahin, macht's gut. Euer Sprödi. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be.